Morgen, Leute. Heute ist echt heftig. Also, heute bin ich gut im Arsch. Gestern war Beintraining dran. Jetzt fahren wir Cardio machen, ein Stündchen. Dann alles vorbereiten und heute geht's nach Hamburg. Max ist nämlich mal in Deutschland. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 6, 7, 8 Wochen keinen Live-Check mehr gemacht. Das heißt, heute gibt es nochmal einen Form-Check im Invictus. Ich habe dem IHAM nochmal geschrieben. Einfach weil ich auch sogar ein klassisch pose. Machen wir heute nochmal ein Posing mit dem. Ich glaube, die Letizia ist noch da. Also wird auf jeden Fall ein richtig cooler Tag. Wir müssen erstmal das scheiß Cardio überleben. Auf geht's. Oh Mann. So, das ging ja fix. Cardio schon vorbei. Halt's Maul. Stunde Cardio ist erledigt. Jetzt geht's ab nach Hause. Baby muss mich noch rasieren. Mhm. Sieht aus wie ein Uran-Utan. Das ist okay. So, Frühstück gibt's auch vorher. Ich glaube, ich frühstücke. Ja. Schwitze aus. Ja. Rasieren, duschen. Ja, so ist am besten. Das ist der Plan. Du musst erstmal trocknen. Erstmal trocknen. Ja. Das ist der Plan, Leute. Trocknen, essen, duschen. Nee. Sterben. Vergessen. Ja, Cardio war auf jeden Fall gut. Unnormal anstrengend, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich versuche trotzdem, ich habe es auch schon ein paar Mal in den Stories gesagt, macht euer scheiß Cardio hart. Die Herzfrequenz, die wird irgendwann ein bisschen runtergehen. Das liegt einfach daran, dass der KFA sinkt, dass der Ruhepuls besser wird durch das ganze Cardio, dass ihr halt euer kardioleeres System auch trainiert. Aber macht am Anfang Cardio, guckt, dass das vielleicht immer auf dem gleichen Gerät macht. Ich hatte am Anfang zwischen 750, 800 Kalorien in einer Stunde weggehauen. Also in einer halben Stunde, ich habe es hochgerechnet. Und heute habe ich auch 720 verbrannt. Versucht euch da dran zu halten, weil ihr werdet zum Schluss lethargisch. Ihr macht alles weniger. Und irgendwann reduziert euch der Coach 200, 300 Kalorien. Dann macht ihr das Cardio wie eine Muschi. Und zack, bringt euch die Kalorienreduzierung nichts. Wird sich lohnen auf der Bühne. Auf der Bühne sieht man, wer gelitten hat wie ein Hund. So, ab geht's. So, ich bin hier schon fleißig am Chickens machen. Jetzt gibt's erstmal Essen. Danke, Babymann. So. Werde ich hier enthaart. So sieht das aus, wenn Bodybuilder enthaart werden. Ah, und dass er hier auch gleich was lernt. Warte mal, halt mal eine Kamera hier, vor meinem Gesicht. Zack. Philips OneBlade, wirklich völlig irritationslose Haarentfernung, gerade für vorm Wettkampf, nicht nass rasieren oder irgendeine Scheiße, außer, ich sag mal, wenn ihr es immer macht und das abkönnt, dann macht's. Aber der Philips OneBlade funktioniert wirklich super, der macht richtig glatt. Und ja, ist völlig ausreichend für vorm Wettkampf, sich mit dem zu rasieren. Dann auch nicht unmittelbar an dem Tag, wo ihr Farbe macht, sondern ruhig davor. So ein bisschen stoppelig kann das ruhig sein, das sieht man nicht auf der Bühne. So, der Hobel ist getankt. Und Schatzi hat mir einen Gönnergy mitgebracht, Junge. Das ist dein Lieblings-Gönnergy. Ja, Mann, ist einfach die beste Frau der Welt. Danke, Mensch. Den gönne ich mir jetzt hier. Ja, mach mal. Und wer sitzt da? Oh Gott, ich krieg Simon gar nicht. Ich kann gar nichts. So, wir standen gefühlt 2,5 Stunden im Stau, Alter. Es kommt noch mal ein Stau. Ich hab richtig die Schnauze voll. Eigentlich habe ich jetzt eigentlich noch viel zu früh, um Pre-Workout zu essen, aber ich habe jetzt, glaube ich, 4 Stunden nichts gegessen und ich war Hunger, oder? Gucken mal, wie es passt. Ich esse mir jetzt in meinem Pre-Workout. An alle da draußen, seid froh, dass ihr mich nicht angequatscht habt. Ich glaube, ich würde jetzt jeden umhauen, der mich hier auf den Sack geht, Alter. Ja, Mann. Ja, wir essen jetzt. Dann geht's dann weiter. Hoffentlich noch eine halbe Stunde. Ein Stau ist dann nochmal. Keine Ahnung, wir sind wahrscheinlich erst 16:30 da. Wir wollten eigentlich 14 Uhr da sein. So, guten Appetit. Wir sind da. Ja, nach 2,5 Stunden. Über 2,5, Junge? 2,5 Stau. Stunden war schon ein Stau. Ja, meine ich, ja. Ja. So, wir haben es dann doch noch geschafft, hier einzukommen. Voll cool eigentlich. Max macht mit mir Push. Yes!
Ich habe auch mal wieder Training. Mein erstes Training seit 4 Wochen, glaube ich. Hast du schon Diät gemacht, ne? Ein bisschen, habe ich gehört. Ja, ich habe vergessen zu essen. Ich habe vergessen zu essen. Ja, also, wir trainieren gleich Push. Dann machen wir mal einen Formcheck. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit der Zeit passt, ob Iham noch mal mit mir ein bisschen Pose macht. Kannst du deine Follower mal auf unser schickes Color-Matching hinweisen? Wirklich. Also, nicht abgesprochen, ja? Die Massive Soldier Almost Netty. Das ist übrigens die neue Farbe. Die habe ich noch nicht mal. Aber könnt ihr demnächst mit Dom5 auf almostnetty.com kaufen? Den, geht der wieder? Nein, ne? Ja, wenn du willst, geht der wieder. Also auf jeden Fall passe ich abgestimmt hier. Ja. Ah, ich habe übrigens die passende Hose. Ich dachte eben gerade, dass ich eine Massive Soldier Hose anhabe. Nee, das wäre geil, das, ne? Das wär ja. Dafür habe ich die Almost Netty Hose an. Die gibt's die noch? Die gibt's noch. Ja, siehst du, Dom 5. Dom 5. Nein, Max 5 wahrscheinlich. Nee, ihr habt gar keine Codes, ne? Dom 5. Geht wieder. Ja, geht wieder? Okay, geht wieder. Ja, okay. Wir haben verstanden, es geht wieder. So, ich zieh mich um. Boah, hier, Junge. Guck dir diese massive Wade an. Hast du sie gefilmt? Schatz, meine Waden sind größer. Ich weiß, das ist traurig. Oh, sag doch nicht so. Max raus und fertig. Ja. Man sieht das nicht richtig, Alter. Yeah! Okay, umziehen, los geht's. Ja. Push. Schatzi. Es ist 16 Uhr und Schatzi hat erst 1,5 Mahlzeiten gegessen wegen dem ganzen Stau. Du siehst so richtig tot aus, Alter. Hm? Du siehst so richtig tot aus. Genau, richtig tot. I'm on my prime, I'm feeling like Steph. I get my shot and I promise it's wet. Waited too long, but I told him I'm next. I need my bag, it's want me to check. Cable was mine, I ain't taking less. I hit them all, I'm as real as it gets. Shit be a shit, dog, I'm cutting the net. I thought I told him I came for my spot. They told me time is like money, that's why I done made it. I sweat it, I'm spending a lot. They never seen the hours I put in to get here. They only to see what I got. I spent my time in the lab all this winter. I sweat it, the summer is gonna be hot. I cannot lie on this shit. I paid a lot for this shit. They got some money to spend. I got some money to get. Den hast du dir immer den Berlin aufgestellt hast. Die holen wir uns. Schieb! Schieb! Schieb, 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 schieb! Yeah! Keine. Everything I said, man, they know it's all facts. Told them if they wanna verse, then they go and get text. Told them last year that I'm coming for it. So. Training ist durch. Schatz, ich krieg einen Kuss hier. Den Kameramann. So unheimlich. Ja, freitags. Training war richtig geil. Studio ist einfach der Hammer. Ich hätte richtig gerne auch so ein Studio hier bei uns. Also halt wirklich, obwohl es halt nicht meine gewohnte Umgebung war, richtig geile Übung, hat richtig gesessen. Jetzt gibt es noch einen Formcheck und dann gibt es Essen heute Tag. Macht hart, Leute. So an. Aber du bist auch es ist ja auch schon dieser Abend gerade voll, ne? Also ich kenne sie nicht, aber das hier ist voll? Nein, ja. Nee, genau, ist nicht 30%. Ach. Mach nochmal weg, sein. Rein, Arsch ist fest und streifig. Schön. Und Transition fit, richtig geil.
Die wird jetzt crazy. Was ist es? Weißt du gar nicht, ne? Was ich esse, habe ich keine Ahnung, aber es funktioniert. Ich glaube, der Formcheck war, zu, war zufriedenstellend. Boah, heute war echt hardcore mit dem. Mit der Verspätung. Wir haben ja wirklich Hunderunde, Cardio, alles nüchtern. Und wir timen es ja eh schon so, dass wir immer so gegen 11, 12 anfangen zu essen. Also, sag mal, gegen 8 Uhr machen wir die Hunderunde, dann so 9, halb 10 ins Cardio. Stunde Cardio um 11, halb 12 Pre-Workout. Aber weil sich das heute alles so gezogen hat, haben wir Pre-Workout um? Halb 4. Halb 4 gegessen? Erst gegessen und jetzt so haben wir 6:30 und das ist das erste dritte Mahlzeit. Ja, so unlang, lange nüchtern. Ich merke das irgendwie in meinen Unterarm, es fühlt sich alles so leer an. Deswegen gib ihm. Ich esse jetzt, wir sehen uns dann, keine Ahnung, was wir noch machen. Erstmal essen. So, jetzt habe ich hier die Macht. Seid ihr schon in meinem Vlog? Hallo! Nein, noch nicht, aber jetzt. Yeah! Hey, cooles Oberteil. Ja, ne? Ja, voll. Guck mal, von... Kannst du kaufen mit Dom 10. Ja? Bei Massive. Geil, ja stimmt. Hm. Ist gut, kauft ein bei Massive. Echt cool, ne? Ja. Hast du einen Code, gell? Ja. Kauft ein hier, wie ist dein Code? Dom 10. Ja, also, wenn ihr auch so ein geiles Oberteil haben wollt. Ich hatte ein geiles Schultertraining. Ja? Ja. Was hast du trainiert nochmal? Push. Und? Gut? Ja. Und wisst ihr, es regnet. Ich habe gerade Regen kommen. Ja, Mann, es riecht voll geil, ja, draußen. Voll gut. Ja, ich liebe das. Ihr kann auch richtig gut schlafen, ne? Wenn du dann hinlegst und es trotzdem so leicht, ja, warm und dann nieselt das so. Ja, Mann. So. Jetzt machst du hier noch Roomtour oder was? Ja, nein, wir müssen Formcheck machen. Na dann, viel Spaß. Yo! Okay, ist das hier mein Kaffee oder was? Nein. Willst du auch einen oder was, Chef? Boah, ja, ein Kaffee wäre noch geil. Ja, als, ein, ja. Als Profi da oben, dann mache ich dir gerne einen. Ja, ne? Das machst du ja gerade auch so gut. Ich versuche bei dir mitzuhalten, Jana. Ah, das hast du jetzt aber lieb. Ich versuche, ne? Wir können natürlich nicht, aber ich versuche. Oh. Ich gebe uns Mühe. Ja. Ah, ich muss, mein Bestes. Ich muss dir Druck machen, das wird schwer, Alter. Meine Frau ist schon. Hör auf, ich mache jetzt aus. So, wir sind auf dem Rückweg. Jetzt gibt es hier meine nächste. Ich bin überfordert. Ich zeige euch meine nächste Mahlzeit. Einen Salat mit Lachsschinken. Avocado. Avocado. Tomate, Gurke, Salat. So. Wir mussten extra noch mal einen kleinen Umweg fahren, weil ich morgen jetzt 2 Tage habe mit ein bisschen mehr Carbs. Deswegen war Schatzi gerade noch mal ein paar Nudels holen hier. Ja, und wegen dem ewig langen Stau ist natürlich alles viel später geworden. Also wir sind jetzt tatsächlich erst um 10 vor 11 zu Hause. Ja, dann gibt es noch die letzte Mahlzeit. Aber die zeige ich euch dann noch mal, wenn wir da sind. So, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind zu Hause. Es ist jetzt 15:45 geworden. Ja.
Schatzi macht jetzt gerade noch die letzte Mahlzeit fertig. Bei mir ist die letzte Mahlzeit immer ein paar Haferflocken. Ich mache das tatsächlich auch mit vielen Athleten so, dass man sich so ein paar Kohlenhydrate noch für die Nacht lässt. Einfach um besser zu schlafen, weil es eh schwer ist am Ende der Prep. Ja, klappt so semi, weil einfach momentan der KFA schon so tief ist, dass ich tatsächlich so gut wie... Ich schlafe echt scheiße. So, deswegen gibt es jetzt noch ein Spezialmittel für besseren Schlaf. Ich drehe das hier gerade fettig. Ist ja jetzt legal, oder? Kann ich das jetzt hier im Fernsehen machen, Alter? Machst du uns jetzt noch eine Tüte, dann geht's noch... Mit der Lunte raus, eine kleine Runde drehen, obwohl meine Steps sind heute schon voll auf jeden Fall. Und dann gibt's die letzte Mahlzeit und dann ist Haya Haya angesagt, Leute. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, war ein voller Tag. Sehr viel los gewesen, ich fand's voll schön, hat Spaß gemacht. Max ist mit der Form zufrieden, ich eigentlich auch. Schatzi, ihre Form ist super, den Formcheck haben wir jetzt gar nicht mehr gefilmt. Kali haben wir gefilmt, die hat heute ein bisschen viel Wasser drin, einfach nur, weil wir anderthalb Wochen noch mal extrem gepusht haben. Das heißt, sehr, sehr viel Cardio, sehr wenig Kohlenhydrate. Die kriegt einen Ladetag. Ich glaube, ich habe es auch schon gesagt. Schatzi kriegt morgen auch noch mal ein paar Kohlenhydrate. Und dann geht's in die Peak Week für Polen. So, ihr wisst das, wie es funktioniert. Liken, teilen, kommentieren, bei Big Zone einkaufen, bei Massive Klamotten kaufen. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Ich hoffe, der kleine Vlog hat euch wieder gefallen. Wir werden das jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen öfter machen. In diesem Sinne, Peace und gute Nacht. Halt, stopp, ich bin's nochmal. Wir haben uns einen Ninja Creamy gekauft. Ich habe gerade Ärger gekriegt, warum ich nicht von unserer tollen Eismaschine erzähle. Ohne Scheiß, ich wollte die ganze Zeit nicht haben, so viel Geld ausgeben für so ein Ding. Es ist geisteskrank. Ich habe mir nämlich... Ja, es wird nicht nur gut für die Prep ist es auch geil. Ich habe mir nämlich einfach 50 Gramm Whey in der letzten Mahlzeit, normalerweise mit Hafer, habe mir da jetzt 25 geklaut. Und man kriegt aus 25 Gramm Whey einfach ein richtig geiles Eis hin. Ja, vielleicht zeigen wir euch das gleich nochmal. Ja, also, Ninja Creamy, absolute Kaufempfehlung. Zack. Jetzt gibt es aber eine Entspannungszigarette, Leute. Ja. So, also, Peace, bis zum nächsten Mal. Ciao.